Don't look back, heißt es in vielen Songs oder gut gemeinten Ratschlägen. Das mag für bestimmte Situationen richtig sein. Aber hier möchte ich auf ein Potenzial zurückgreifen, das gerade durch die Vergangenheit an Bedeutung gewinnt und das Verständnis für die Gegenwart offenbart. Das Projekt First in America begann durch die Begegnung mit dem US-amerikanischen Künstlerpaar Edward Kienholz und Nancy Redding Kienholz. Die Bedeutung und Dynamik, die aus dieser Freundschaft entstand, sollen hier einen Ausdruck finden. Ed und Nancy traf ich 1986 in Berlin. Mein Englisch war miserabel und meine Unsicherheit vor dem berühmten Künstler Edward Kienholz und seiner Frau Nancy verwandelte sich mehr und mehr in kollegiales Verhalten. Denn ich musste feststellen, dass uns eine leidenschaftliche Affinität verband, die durch eine Art von archäologischer Logik im Umgang mit den Dingen begründet war. Nämlich Fundstücke zu sammeln, diese zu sezieren und einer poetischen Verwandlung zu unterziehen und sie dann morphologisch in einen neuen, formalen Kontext einzubauen. Humor, Tiefsinn und Melancholie waren auch Motive, die uns gemeinsam waren. Und was mich darüber hinaus besonders freute, war, dass daraus eine intensive Freundschaft zwischen uns entstand. Meine Frau und ich wurden nach Idaho eingeladen und diese Amerikareise sollte mir im wahrsten Sinne einen neuen und größeren Raum der Wahrnehmung und Inspiration eröffnen. Ed und Nancy sowie deren Familie und Freunde empfingen uns sehr herzlich. Bedingt durch die große Gastfreundschaft und Kommunikation der Kienholzens entstand auch die Freundschaft mit Shoshana und Wayne, die in Los Angeles eine gleichnamige prominente Galerie betrieben, die wir später noch besuchen werden. Die Zusammenarbeit mit dieser Galerie sollte sich als eine bedeutende und erfolgreiche Kooperation für die folgenden Jahre herausstellen, denn es folgten diverse Ausstellungen, unter anderem in Los Angeles, Chicago und Houston. In Santa Monica trafen wir dann endlich Shoshana und Wayne in ihrer gleichnamigen Galerie. Shoshana erzählte uns, dass in diesen Galerieräumen noch bis vor kurzem das ehemalige Aufnahmestudio der Beach Boys untergebracht war. Und hier, an diesem Ort, in diesem Klima, verstand ich eine ihrer Langspielplatten viel, viel, viel besser. Die da Endless Summer hieß. Ein Jahr später, 1989, wurde dann meine Ausstellung »Sieh um dich« in diesen Räumen eröffnet, von der wir hier einige Bilder sehen. Der Titel »Sieh um dich« geht auf den geheimnisvollen Namen einer Gasse in meiner Heimatstadt Trier zurück. Niemand kennt den genauen Ursprung oder die Bedeutung dieser Inschrift. Sie befindet sich in einem steinernen Türsturz und schon als Kind war mir diese Empfehlung oder Warnung auf dem Schulweg merkwürdig aufgefallen. Der Ausstellungstitel hat verschiedene Bedeutungsebenen. Abgesehen von der Aufforderung an den Rezipienten, Aufmerksamkeit und sinnliche Wahrnehmung zu schärfen, soll er auch ein Aufmerksamkeitsverhalten verdeutlichen, das immer am Anfang meiner Arbeit steht. Dinge zu suchen und zu finden und diese in neue Inhalts- und Gestaltungszusammenhänge einzubauen. Sich umzusehen, meint somit auch,
die Dinge über ihre bloße Bestimmung hinaus poetisch zu betrachten. Die Arbeiten, die wir hier sahen, entstanden noch in Berlin. Auf Wunsch der Galerie lebte und arbeitete ich dann 1990 mit meiner kleinen Familie für 6 Monate in Los Angeles. Während dieses Arbeitsaufenthalts in Los Angeles entstand das Projekt First in America. Der Titel setzt sich aus 3 Inhaltssträngen zusammen. Der erste Strang ergab sich einfach aus unserem eigenen, quasi ersten längeren Aufenthalt in Amerika, der sich im Unterschied zu den vorhergehenden Aufenthalten durch das direkte Leben und Arbeiten in diesem Land unterschied, wo wir unmittelbar in den Alltag eingebunden waren und an den Eigenarten und popkulturellen Phänomenen der amerikanischen Gesellschaft teilhaben konnten. Vor diesem Hintergrund entstand das erste Relief mit dem Titel »What Moves Around the World«, das sich zynisch einem anthropozentrischen Weltbild widmet und einen Schwarm semiotischer Zeichen, Ideologien und Banalitäten aufzeigt, der wie Weltraumschrott um ein planetarisches Zentrum kreist. Eine Relativierung des Glaubens an menschgemachte Ideologien. Der zweite Strang hingegen speiste sich aus dem nahenden 500-jährigen Entdeckungsjubiläum Amerikas im Jahre 1992. Dieser historischen Entdeckung durch Christoph Kolumbus wollte ich die Bilder meiner eigenen Entdeckung in diesem Land gegenüberstellen. Dazu ließ ich mich auch vom Bordbuch seiner ersten Reise inspirieren, deren spannende Berichte in einigen Objektreliefs ihren Niederschlag fanden. Schauen wir auf dieses Relief, dem ich den Titel »Das Fass des Christoph Kolumbus« gab. Die Höhe dieses Reliefs beträgt ca. 90 cm. Im oberen Bereich ist die persönliche Handskizze von Christoph Kolumbus und seine geografische Entdeckung in ein weiß gefärbtes Relief übertragen. Es ist der südliche Küstenabschnitt der heutigen Dominikanischen Republik, sowie Haiti, die Kolumbus Hispaniola taufte. Darunter ein Fass, in das man durch einen Türspion Einblick in die heutige geografische Lage dieser Insel erhält. Dieses Fass geht auf eine dramatische Situation zurück, die Christoph Kolumbus auf der Rückfahrt am 14. Februar 1492 in seinem Bordbuch verzeichnete. Darin beschreibt er einen extremen Seesturm, der schon tagelang wütete und das Schiff und seine Besatzung in große Not und Angst versetzte. Das Schiff drohte mit seiner Besatzung unterzugehen. In dieser Verzweiflung verfasste Kolumbus ein Schreiben, indem er alle seine Entdeckungen auf Pergamentpapier aufzeichnete. Diese Schreiben verschmolz er in einen Wachskuchen. Diesen steckte er in ein wasserdichtes Fass und warf es über Bord, in der Hoffnung, dass es wie eine Flaschenpost gefunden und der Inhalt an die Königin Isabella von Kastilien übergeben würde, da er dem Finder in dem Schreiben 1000 Dukaten in Aussicht gestellt hatte. Nun, wir wissen alle, wie die Historie verlief. Kolumbus kam wieder erwachten zurück, aber das Fass blieb verschollen. Für mich war dieser Bericht deshalb von Interesse, weil ein hypothetischer Moment darin enthalten war, der in der Eventualität des Untergangs bestand und folglich auch in den historischen Konsequenzen, die daraus entstanden wären. Denn welchen Einfluss hätte ein Untergang auf die Historie Amerikas gehabt? Wäre die Geschichte Amerikas eventuell anders verlaufen oder bezogen auf die Situation der Ureinwohner, wäre unter anderen Vorzeichen die Wertschätzung und Akzeptanz der Natives heute eventuell eine andere? Sicherlich eine Frage, die Historiker aus dem Wissen über diese Zeit mit Nein beantworten würden.
Aber die reale Beantwortung dieser Frage war für mich irrelevant, denn die imaginäre Potenz dieser Geschichte war so stark, dass sie mich zur Umsetzung dieses Reliefs veranlasste. Nun, auch ich befand mich in diesem Land auf unbekanntem Terrain und betrat Terra Incognita, künstlerisch sowie geografisch. Was wir hier weiterhin sehen werden, sind farbige Skizzen, Objekte und Reliefs, die in L.A. bei diesem Arbeitsaufenthalt entstanden sind. Die Radierungen dagegen interpretieren und zitieren diese Reliefs und wurden 2005 in Deutschland gedruckt. Neben der von eben beschriebenen Situation faszinierten und inspirierten mich noch andere Berichte und Eindrücke, aus denen anfangs aquarellierte Skizzen entstanden, in die ich mit Feder und Tusche jene Passagen niederschrieb, die mir wichtig erschienen und mich zu Bildideen veranlassten. So beispielsweise diese Beobachtung. Donnerstag, den 13. Dezember 1492. Da meine Indianer verstanden hatten, dass ich einen Papagei wünschte, scheint einer von ihnen diesen Wunsch den Eingeborenen dieses Orts verraten zu haben, die dann auch eilfertigst Papageien und alles Gewünschte herschenkten, ohne eine Gegengabe zu fordern. Wie es scheint, hat sich seitdem der Papagei im Bildmythos der Seefahrer und Seeräuber literarisch und cineastisch manifestiert, denn dort taucht er immer wieder auf. Weniger komisch erschienen mir diese Schilderungen, in denen die Naivität und Freundlichkeit der Natives von Kolumbus und seiner Mannschaft eindeutig ausgenutzt wurden. Man erfährt, dass sie Keramikteller oder Porzellantassen zerbrachen und die Scherben gegen Gold oder andere wertvolle Artefakte eintauschten. Eine andere Geschichte beeindruckte, oder besser gesagt, sie bedrückte mich wegen der menschlichen Grausamkeit und Verachtung. Montag, den 12. November 1492. Gestern legte ein Kanu bei mir an, in dem sich 6 junge Burschen befanden, von denen 5 an Bord des Schiffes kamen. Ich ließ sie festhalten, um sie mit mir nach Spanien zu nehmen. Später schickte ich einige meiner Leute zu einer Behausung. Sie kehrten in Gesellschaft von 7 teils jungen, teils älteren Frauen und 3 Knaben zurück, die ich ebenfalls mit nach Spanien nehmen möchte. In der Nacht erschien an Bord meines Schiffes der Ehemann einer jener jungen Frauen und Vater der 3 Kinder, und bat mich ihm zu gestatten, seine Lieben begleiten zu dürfen. Freitag, den 21. September 1492. Im frühen Morgengrauen erblickten wir so große Mengen Grases, das aus Westen kommend, das Meer so dicht bedeckte, dass es den Anschein erweckte, als wäre das Meer eine einzige, ins Stocken geratene grüne Masse. Überhaupt war das Meer in diesem Zusammenhang, aber auch durch unseren Wohnort am Venice Beach, Anlass für verschiedene Interpretationen, und so kam mir der große Fischkopf, den ich auf dem Wheelchair Boulevard
fand gerade richtig. Ich präparierte diesen und arbeitete ihn in meine plastischen Bildgeschichten mit ein. Verschiedene Lösungsansätze folgten, die verwirklicht wurden und letztlich in das Relief Song for a Dead Fish mündeten. Der dritte Strang des Projekts betraf die nordamerikanischen Natives, denen der Titel First in America im wahrsten Sinne zusteht. Mir fiel ihre gesellschaftliche Abwesenheit auf und daraus entstand für mich der Anlass einer Auseinandersetzung. Nun muss man wissen, die Sozialisation meiner Generation war ästhetisch und moralisch geprägt durch amerikanische Western und Spielfilme, die uns die ersten Klischees und Bilder über Indianer und Cowboys lieferten. Auch wenn die deutschen Karl-May-Verfilmungen in den 70er Jahren weiterhin dieses Klischee bedienten, so entstand bei mir als 12-Jähriger ein tieferes Interesse und eine Identifikation mit dem Typus Indianer. Die starke Naturverbundenheit dieser Menschen, ihre Jagd- und Handwerkskunst und ihr Mut faszinierten mich.
Hier nun war ich in dem Land der Cowboys und Indianer und ich erfuhr von 562 anerkannten Indianerstämmen allein in den USA. Leider erfuhr ich aber auch, dass diese American Indians nur ca. 1% der US-Bürger in den USA ausmachen. Und das waren 1990 ca. 250.000 Natives. Dieser Zustand der Disproportionalität provozierte eine poetische Antwort von mir. Der Flügel des Adlers hat bei den nordamerikanischen Natives eine besondere Bedeutung. Denn nur dem Häuptling steht das Attribut des Adlerflügels zu. Es ist das Zeichen der Macht und der spirituellen und transzendenten Verbindung zu höheren Sphären. Auch wenn die realen und sozialen Zustände meine Sicht auf diese indigenen Völker teils entzauberten, sie leben für mich weiter in der kritischen Symbiose von Mythos und Realität. Aus dieser mentalen Lage entstand dieses Relief mit dem Titel Million Melody. Hinter dem Notenbild der nordamerikanischen Nationalhymne sind verschiedene Indian Chiefs zu sehen, die in ein Heer von Vögeln eingebettet sind. Dieses Relief löste bei einigen amerikanischen Rezipienten ambivalente Empfindungen aus. Einerseits Zustimmung und Verständnis und andererseits Irritation und Ablehnung. Scheinbar hatte ich ein Sakrileg berührt, das insbesondere durch die politische Stimmung in dieser Zeit eine zusätzliche Zäsur erhielt, denn die US-Regierung hatte eine schwerwiegende militärische Entscheidung getroffen, die ihre nationale Glaubwürdigkeit weltweit auf den Prüfstand stellen sollte. Am Abend des 28. Februar 1991 wurden die erschütternden Bilder des ersten Irakkrieges Desert Storm öffentlich übertragen. Dieser Krieg stürzte nicht nur die Golfregion ins Chaos, sondern teilweise auch die Zustände in den USA selbst. Zum Beispiel brach der Kunstmarkt zusammen, was leider auch zum Ende der Galeriezusammenarbeit führte. Im Schatten dieser Ereignisse ging unsere Zeit in den USA zu Ende und wir bereiteten uns auf den Abflug vor. Yeah.
April 1991 landeten wir wieder auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Wo kommen wir durch? All diese Erfahrungen und Eindrücke verdanken wir Ed Kienholz und Nancy Redding Kienholz, die uns sehr viel bedeuten. Ihnen ist dieser Film gewidmet und noch heute denken wir gerne, aber auch etwas wehmütig an diese spannende Zeit zurück. Nicht zuletzt auch als Gedenken an unseren Freund Ed Kienholz, dessen plötzlicher Tod im Jahre 1994 auch für uns eine traurige Zäsur darstellte. Wir freuen uns, Nancy Redding Kienholz im Sommer wieder in Berlin zu treffen, wenn wir in ihrem Atelier die neuesten Projekte sehen dürfen und, wie soll es anders sein, in alten Erinnerungen schwelgen und über neue Projekte sprechen werden.